Leverkusen in roten Trikots gelang im ersten Spiel nach der Winterpause ein klarer Sieg. Mit Spannung erwartet der erste Profieinsatz von Andreas Thom, dem DDR-Auswahlspieler in der Bayern-Mannschaft. Einwurf Knut Reinhardt, André Bunzoll und Andreas Thom. 1:0 in der 15. Minute vor 12.000 Zuschauern. Das perfekte Zusammenspiel der Leverkusener Angreifer noch einmal in Zeitlupe. Gut zu beobachten, Thoms Schnelligkeit. Andreas Thom war auch danach von seinem Gegenspieler Dieter Finke nicht zu bremsen. Bei dieser Auseinandersetzung pfiff Schiedsrichter Albrecht Elfmeter. Eine sehr harte Entscheidung zwar, aber nicht zu ändern, trotz Homburger Proteste. Martin Kreh führte aus. 2:0, 39. Minute. So stand es auch zur Halbzeit. Danach Leverkusen weiterhin überlegen. Ecke Jorginho, Martin Kreh, Marek Lesniak. 3:0, 62. Minute. Das Spiel war damit entschieden. Homburg in der Abwehr überfordert, im Mittelfeld und Angriff einfallslos. Konnte nur ein Ehrentor erzielen. 78. Minute, Lothar Dietmar, 1:3. Leverkusen ist damit punktgleich mit Bayern München und steht auf dem zweiten Platz.